Sobald ich im Internet bin, ist uBlock Origin mein treuer Begleiter, der bewahrt mich vor schädlicher Werbung und macht so das Surfen eigentlich erst wieder möglich. Die Werbewirtschaft hat das natürlich mittlerweile auch gemerkt und ist dazu übergegangen, Werbung direkt in YouTube-Videos so zu platzieren, dass man die eben nicht mehr blocken kann. Der YouTuber selber spricht also ein Sponsoring ein. Aber auch hier schlägt das Internet zurück und ich zeige euch in diesem Video nach dem Intro eine Möglichkeit, auch diese Werbung zu umgehen. Ich habe jetzt mal zur Demonstration hier eines dieser Videos, die halt einen Sponsorblock oder einen Werbeblock integriert haben, geöffnet. Der geht hier ungefähr bei 7 Minuten und 33 Sekunden los. Wenn ich auf YouTube bin, solltet ihr euch mal die Tasten Komma und Punkt merken. Da kann ich nämlich Frame by Frame das YouTube-Video abwandern. Somit kann ich framegenau die Stelle finden, wo die Werbung losgeht. Wäre natürlich umständlich, wenn man das selber machen müsste. Deshalb schauen wir mal oben in meine Tabs rein. Da habe ich schon mal ein Add-on offen, nämlich das Add-on Sponsor-Block. Ihr seht ja, dass ich hier im neuen Edge-Browser unterwegs bin. Und der basiert hier auf Chromium. Das heißt, ich kann alles, was man so im Chrome Web Store findet, auch jetzt in den neuen Edge-Browser installieren. Das Einzige, was ich dafür machen muss, ich muss einmal bestätigen, dass auch von anderen Stores die Erweiterungen installiert werden können. Ist jetzt hier ein bisschen verwirrend, man muss sagen Add to Chrome, aber das funktioniert natürlich dann entsprechend auch hier im neuen Edge-Browser. Hier gibt es jetzt eine kleine Erklärung, wie das Ganze funktioniert. Wir schauen uns das jetzt quasi auch nochmal jetzt hier im Video an. Ich gehe nochmal auf mein Video, wo die Add-Time so bei 7:35 ungefähr losgeht. Jetzt ist auch hier oben das Add-on zu sehen, Sponsor-Block ist aktiv. Und ich drücke einmal F5 und lade das Ganze hier neu. So, was ich jetzt sehe, ist, dass hier so ein grüner Teil drin ist. Unten in der Leiste. Das ist zufällig genau da, wo die Werbung losgeht. Na, wenn ich da jetzt hinspringe und das Video einmal abspielen lasse. Hups. Der Sponsor wurde einmal direkt übersprungen. Das ist nämlich genau der Clou von dem Add-on. Das kann den Werbeblock überspringen und integriert sich hier unten in den YouTube-Layer. Das ist sozusagen ein Crowdsourcing-Add-on, weil jeder kann jetzt beitragen und markieren, wo die Werbung anfängt, wo die Werbung aufhört. Und damit kann das Add-on dafür sorgen, dass beim nächsten Nutzer, der das Video sieht, das Video übersprungen wird. Dahinter liegt auch ein recht intelligenter Algorithmus, der dafür sorgt, dass immer der passende Block ausgewählt wird. Es können natürlich mehrere User da jetzt was einreichen und durch ein Voting-System wird eben bestimmt, welche Einreichung da jetzt die beste ist. Wir schauen uns jetzt auch gleich mal an, wie wir selbst eine Einreichung machen können. Dazu bin ich jetzt hier in dem Video und ich werde jetzt einfach mal an eine unverdächtige Stelle springen. Zum Beispiel nehme ich mal hier die Stelle, wo so ein Screenshot eingeblendet wird. Habe ich ja vorhin schon gesagt, Plus und Komma sind ab jetzt eure Freunde. Ihr navigiert also genau zu der Stelle, wo dieser Sponsor-Block beginnt. Ich tue jetzt mal so, als wäre das hier der Sponsor-Block mit dieser Einblendung. Tipp jetzt so lange auf Komma, bis ich quasi an dem ersten Frame bin, wo der erscheint. Ich habe mich jetzt also vorgearbeitet bis zur Einblendung und würde jetzt sagen, hier setze ich die Schnittmarke an. Dazu gehe ich hier unten. Auf dieses Sponsor kann ich hier auf diese I gehen, dann geht dieses Pop-up hier an der Seite auf. Könnte ich auch aufrufen hier oben in diesem, auf diesem Icon, aber wir machen es mal so. Und jetzt könnte ich hier sagen, Sponsorship starts now. Zack. Dann setzt er genau die Uhrzeit, auf der ich jetzt bin. Das geht quasi Millisekunden genau. Jetzt gucke ich hier unten mal so ein bisschen, wann ist diese Einblendung vorbei. Die ist hier ungefähr vorbei. Und jetzt navigiere ich mich wieder ans Ende. Da habe ich sie gefunden. Na, das ist der Frame, wo die endet. Ich wähle jetzt quasi den Frame, den ersten Frame, ohne das Sponsoring, in unserem Fall hier die Einblendung von diesem Tweet, einmal aus und sage hier wieder Sponsorship ends now. Jetzt hat er also diesen Zeitframe hier ausgewählt, sind 7 Sekunden, in Wirklichkeit ist der genauer, der kann auch noch Millisekunden schauen. Und jetzt würde ich hier sagen Submit Times, dann würde ich einen neuen Eintrag in der Tabelle erstellen und für den nächsten Nutzer würde ich dann hier überspringen. Weil das natürlich Quatsch ist, würde der nächste Nutzer das dann runtervoten sozusagen, der würde das melden als Fehler und damit ja, kriege ich ein negatives Rating in der Datenbank und das würde bei den nächsten Nutzern nicht mehr angezeigt werden. So reguliert sich das System selbst so ein bisschen. Ich übermittle das nicht, weil das natürlich Quatsch ist. Ich gehe jetzt einfach hier auf Clear. Ein ganz kleiner Einschub jetzt noch. Wer die Zeiten genauer editieren möchte, der kann hier auf Edit gehen und bekommt hier nochmal eine genauere Möglichkeit, die zu editieren. Ich lösche die jetzt aber wieder. Das Schöne bei Sponsor-Block ist aber, dass das nicht nur mit diesem Add-on in Zukunft gehen wird, sondern es wird eine API bereitgestellt. Das heißt, alle anderen Projekte, die sich dafür interessieren, wie zum Beispiel YouTube Advanced oder NewPipe,
können die Schnittliste nutzen, um ihren Nutzern das Überspringen von Sponsoring anzubieten. Es gibt ja auch ein YouTube-Add-on für Kodi. Auch das könnte das vielleicht in Zukunft übernehmen. Ich setze euch mal ein paar interessante Links dazu in die Videobeschreibung. Witzig finde ich auch, dass es eine Statistikseite gibt, die kann man sich offen anschauen. Da kann man sehen, wie viele Sachen eingereicht worden sind und wie viel Zeit mittlerweile übersprungen wurde, also von den Nutzern gespart wurde. Man kann sich jetzt auch in dem Add-on selber einen Benutzernamen zulegen. Wenn ich hier mal auf Set Username gehe, kann man sich den eingeben. Ansonsten taucht man hier also eine kryptische Nummer auf und würde dann hier in der Statistik auftauchen mit seinen Einreichungen. Schaut mal in die Info. Karte. Da habe ich eine kleine Umfrage, ob ihr das Add-on schon kanntet. Könnt ihr mal mit Ja oder Nein votieren. Im Abspann habe ich jetzt noch ein paar interessante Videos für euch über uBlock Origin, die ich mal gemacht habe, mit ein paar Gründen, warum man das verwenden sollte.